Grüß euch, meine lieben YouTube-Freunde. Oh, Asche runtergefallen. Wie viel haben wir es denn? 19.45 Uhr. Heute ist schönes Wetter draußen. Es ist Dienstag, 19.45 Uhr. Hab da meine schöne Räucher, wie sagt man denn dazu, Räucherstäbchen aufgestellt. Habe jetzt mal bloß zwei angezündet, weil so viele Fliegen jetzt da waren. Das möchtest du nicht glauben, wie viele Fliegen das da auf einmal da sind. Ich muss das jetzt bloß einmal da so umschalten, dass ich das da ein bisschen da im Blick habe. So, jetzt auch. Und vorhin habe ich schon ein Pfeifchen geraucht. Seht ihr? Mein Pfeifenstopfer, nicht dass man sie verzeiht, da entspannen. Feuerzeug. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil es so schön warm noch draußen ist, seit langem mal wieder mit dem Regenwetter. Topa Yara. Genau, Brasilische. Da habe ich mir gedacht, ach weißt du was, zündst dir eine an, eine brasilische. Mensch, die habe ich schon Ewigkeit der Kosten, oder weiß nicht, ob die heute auch noch so viel kosten, keine Ahnung. 40 Gramm, 25 Euro. Ja, werde nicht so gut sehen können. Das Licht ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Ich habe da oben ein elektrisches Licht an. Aber ich wollte mit euch jetzt bloß einmal mein Video zeigen von Brasil. Topa Yara. Topa Yara ist auch ein komischer Name. Ja. Topa Yara. Und die werde ich mir jetzt einmal mehr genehmigen. Dann schneiden wir mal das Ding mal an, ein bisschen. Oh, super. Hm. Oh, ist schon ein bisschen abgedruckt. Wer weiß, wie lange, dass ich das zeigt, da schon da. Dass ich das, die Zigarren da schon habe. Da habe ich keine Ahnung, die habe ich mir irgendwann einmal geschenkt gekriegt. Ich hoffe, dass man die noch rauchen kann. Jetzt habe ich schon gedacht, mein Zigarrenfeuerzeug lässt mich da einen Stich. Jetflamme, drei Stück. Ha? Weil da habe ich nämlich wenig Gas drin, das habe ich schon Ewigkeit überbraucht. Ach. Zum Kotzen. Egal. Muss ich jetzt so machen. Sorry, ich hab's ja gesehen, ich hab's versucht. Funzt! Sorry, verzeiht mir das jetzt da, das Feuerzeug, da hätte ich nochmal, wie ihr es gesehen. Ja, da muss ich auffüllen, das ist kein Problem. Das habe ich mir mal vor einer längeren Zeit einmal gekauft. Fragt man, was das für eine Marke ist. Darin ist es sowieso so dunkel. Und da sehe ich jetzt eh nichts mehr. Ich bin ja schon blind wie ein Maulwurf. Mensch, bin ich blöd, ich habe das da abgeschnitten. Mit dem Zigarrenschneider. Und dann habe ich gerade gesehen, der hatte da so ein schönes, wo ist das da? Da hätte man schon das Loch reinstanzen können. Naja, jetzt ist es halt einmal so, ich glaube deswegen wird es auch nicht besser oder schlechter schmecken. Ja. Wenn man so schlecht.
Nichtsdestotrotz, lassen wir uns die jetzt schmecken. Ja, heute hatte ich einen schlechten Tag. Am 11. Juni letztes Jahres, 2023, ist mein Jackie verstorben. Abyssinia-Kater war das. Und der war, ist 18 Jahre alt geworden, oder war 18 Jahre. Wo er verstorben ist, das ist ganz schnell gegangen eigentlich. Hat Tele mit Tierarzt kommen lassen und einschläfern lassen. Und heute haben wir den 4. Juni, also 6, 7 Tage nach dem, wo der Jackie verstorben ist, am 11. Juni, ist jetzt mein Lieblingskater, also von der Frau, das war, ist er von der Frau der Kater, schwer erkrankt. Ich habe eigentlich zu der Frau gesagt, was, wir müssen jetzt einmal einen Tierarzt kommen lassen. Bisschen Lärm jetzt da. Einen Tierarzt kommen lassen und sagen, weil ich ihm das Maul aufgerissen habe und gesagt, schau, da ist Zahnstein, dahinter ist Zahnstein. Also er hat schon Zahnsteine gehabt. Nicht schlimm, aber ich habe gesagt, das lassen wir jetzt machen. Nicht, dass es noch schlimmer wird. Und dann kommt der große Schock. Dann hat die Tierärztin gesagt, okay, oh, Gott sei Dank. Also danach ist er also untersucht und so, hat sie mitgenommen. Um 13 Uhr hat sie mitgenommen, um 17:30 Uhr hat sie wieder gebracht. Dann hat sie gesagt, oh Gott sei Dank habt ihr den Kater da gesagt, dass ich kommen soll, dass ich mir das anschauen soll. Und dann haben sie halt ein Blutbild gemacht, ein großes Blutbild und so. Bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil der ist ja auch schon 13 Jahre. Und dann hat sie gesagt, Gott sei Dank noch früh genug. Also eine Nieren hat schon ausgesetzt, müsst ihr mir das vorstellen, das haben wir gar nicht gemerkt. Ich habe eigentlich bloß gesagt, wegen den Zahnsteinen. Und dann kommt da so eine Schocknachricht. Also eine Niere funktioniert schon nicht mehr ganz richtig, die rechte ist schon ein bisschen angegriffen. Laut Blutbild die Schilddrüse haut auch nicht mehr so ganz hin. Ja. Dann habe ich gesagt, super. Ihr wisst ja, meine Frau war vor 4 Jahren auch schon schwer krank, wäre verstorben. Also laut die Ärzte haben die gesagt, das wird nichts mehr. Die stirbt. Dann habe ich gesagt, letztes Jahr der Kater verstorben. Oh, dann hat es mich schon wieder recht rumgedrückt. Also dann sind wir schon, bin ich ganz ehrlich, die Tränen gekommen. Sage ich, das darf doch nicht wahr sein. Na ja, gut, auf jeden Fall ist er jetzt wieder zurück, er ist schon noch da. Weil ich gesagt, wenn es wirklich sein sollte, dann lass man einschläfern. Das bringt nichts. Ich mag nicht, dass ein Tier leidet. Okay. Dann hat sie gesagt, ja, die Zähne, wo sie halt mit den Zahnsteinen war, die Zähne, da haben sie am, müsste jetzt lügen, ich war so aufgeregt. 3 oder 4 Stück, ich glaube eher 4 Stück haben sie gerissen, haben sie reißen lassen, obwohl ich habe das gar nicht so schlimm empfunden, weil der hat schon mal ein paar Jahre mal das gehabt und dann ist es recht locker gegangen. Die Tierärztin ist da mit der Zange rein, gleich hat das da den Zahnstein da abknipst und fertig. Gell. Und ja, dann haben sie 4 gerissen, also dann ist das noch genäht worden und so und wie gesagt, halt da mit den Nieren. Ist es dann natürlich dazugekommen. Und das ist natürlich von der Frau ihr Lieblingskater, der Assam heißt der. Ja, und das ist natürlich traurig, sehr traurig, wenn man sieht, wenn schon beinahe die Frau verstorben wäre. Also die Ärzte haben es ja schon aufgegeben gehabt. Jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal so zurückgehe. Und jetzt der Kater da noch. Und der Kater ist ja von meiner Frau ihr Liebling. Ihr absoluter Liebling, so wie er. Der Jackson, mein Liebling, war der Siam-Kater. Also, wie gesagt, der ist verstorben letztes Jahr am 11. Juni. Ja, und jetzt hat er natürlich die Hiobsbotschaft gekriegt, dass er dies und dies und dies und dies hat.
Jetzt haben wir Medikamente bekommen. Ich weiß nicht, was das ist, so Flasche, da muss man jedes Mal so ein paar Dinger da geben in den Mund. Nein, ich weiß es nicht, wie das genau heißt, da das Mittel da. Morgens und abends. Und dann noch Morphium. Das ist gerade raus vorbeigelaufen. Morphium soll man morgen früh dann nochmal geben, kriegst du Schmerzen, weil es einmal die Zähne da gerissen haben und so und das Zahnfleisch ist genäht worden. Ich sitze da draußen an meiner Terrasse und ich schaue dann immer wieder ab und zu da rein, weil Frau geht ja schon immer, ihr habt ja schon mitbekommen, recht früh immer ins Bett, weil sie es mit den Schmerzen immer so aushält. Dann legt sie sich hin, dann geht sie wieder ein bisschen besser und schaut halt vom Bett aus noch Fernsehen und ja, dann schaue ich jetzt immer nach dem Kader, gehe ich da gleich bei mir, hier seht ihr da, das ist die Terrassentüre, da gehe ich dann immer rein und ja, wie sagt man, wir sagen in Bayern, das Geufert, also das Wasser läuft da so, ne? Das läuft da so. Dann gehe ich halt immer rein, nehme ein Tuch und dann tupfe ich da immer seine Schnauze ab. Ja, es ist schon schlimm. Also, ja, das wollte ich euch bloß gesagt haben. Also, wir sollen jetzt mal mit den Medikamenten mal probieren. Okay, probieren wir natürlich, weil ich gesagt habe, wenn es wirklich ist, dann lass mal bitte einschläfern, weil das hilft jetzt nichts. Weil, also, es ist wirklich nicht ums Geld, also nicht, dass der sagt so und so, weil da haben wir jetzt 900 Euro Zeit. Alles gut und wenn man Tier hat, dann sollte man das dafür das ausgeben. Das ist jetzt kein Problem, also von Geld her, Gott sei Dank. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es nicht anders da geht, dann lass mal einschläfern. Und hat gesagt, nein, sie geht jetzt den nicht einschläfern. Sag ich, okay, und soll es ja recht sein. Und der Frau sowieso, ne? Das ist ja ihr Lieblingskater, also ihr Kater. Und ja, dann haben wir gesagt, okay. Wenn sie sagen, nein, sie sind die Ärzte, sie wissen es, sagt sie, ja, ich möchte erst mal das probieren. Da gibt es, wie gesagt, so ein Medikament, das muss ich früh und morgen, abends einträufeln da, ins Maul spritzt oder ins Futter rein. Und dann sage ich, nehme ihn lieber und spritze ihm da das da in die Maulhöhle rein, dann schluckt das gleich, das ist am sichersten. Dann weiß ich ganz genau, dass er das da bekommt und das soll gut sein. Also für die Nieren halt gut sein. Ja. Jetzt sitze ich da natürlich da draußen ganz deprimiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil 13 Jahre ist ja kein Alter nicht für so ein Tier. Der Jacky, wo mein verstorben ist letztes Jahr, der war wenigstens 18. Er sagt, 18 ist ja auch ein schönes Alter. Ja, sage ich freilich. Also, ich sage ja nichts, ich bin ja froh, dass er 18 Jahre alt geworden ist. Und der Assam ist ja 13. Ich sage, hoffentlich hält das da ein bisschen aus. Er sagt, wenn das Medikament jetzt anschlägt, dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Gott sei Dank haben wir das noch rechtzeitig gesagt. Sag ich, ja, das war ja eh ein Glück, weil ich schaue ihm jetzt mal an. Sage ich, oh, der hat schon wieder Zahnstein zu meiner Frau, jetzt müssen wir einen Tierarzt drauf und schauen halt, dass das da gemacht wird. Ne? Und dann kommt so ein Hiobsbotschafter her. Also das ist natürlich ein Tier. Ihr wisst ja wahrscheinlich, jeder, der wo ein Tier hat und so, der weiß, wie jetzt ich fühle. Ne? Ich will jetzt da kein Mitleid haben, um Gottes Willen. Ich will euch bloß meinen Stand da euch sagen. Es ist schon blöd. Ne? Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Er muss halt jetzt immer die Medikamente jetzt einnehmen. Dann haben sie gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, wenn es der Medikamente jetzt nimmt, muss man halt aufpassen, dass er nicht zu viel trinkt. Wenn er viel trinkt, obwohl er seinen Nierenschaden hat schon, die eine Niere ist schon nicht mehr gut, die andere angeschlagen. Und wenn er zu viel sauft, also möchte man es nicht glauben, dann ist das gar kein gutes Zeichen nicht. Ne? Dann soll man sofort wieder anrufen. Aber sie denkt, dass das Medikament eigentlich gut anschlägt. Es kann nicht sein, dass er sich kratzt, ne? Dass er Juckreiz bekommt. Dann soll man auch sofort Bescheid sagen, dann kriegt er andere Medikamente.
und dann hoffen wir halt, dass besser wird. Aber das hoffen wir nicht. Ich natürlich, wir uns auch, dass es besser wird. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist blöd. Jeder, der wo jetzt ein Tier hat, der weiß, von was ich spreche. Aber lassen wir uns. Wir hoffen halt immer das Beste. Es ist dasselbe wie bei einem Menschen, wenn einer schwer krank ist, dann hofft man einmal das Beste. Ne? Und so ist das, wenn man ein Tier so lange hat. Wie gesagt, wir haben unseren Jackie, den haben wir 18 Jahre lang gehabt. Das riecht sich zwar blöd durch, aber es ist wie ein Kind. Ist ja wurscht, ob es eine Katze, ein Hund ist oder ein Meerschweinchen oder was ist. Wenn man ein Tier gern hat, dann ist es halt da drin. Da drin. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin halt irgendwie traurig heute. Jetzt sitze ich da alleine da heraus und da auf der Terrasse und man kann Mitleid haben, nichts, gar nicht. Um Gottes Willen, ich wollte ja bloß meine Situation schildern und ja, sitze da heraus und schaue ich blöd. Auf der ist so eine Frau ist im Schlafzimmer und ist ja natürlich auch traurig. Ab und zu schaue jetzt wieder mal rein zu meinem Assam, schauen wir mal jetzt wieder. Und naja, schauen wir mal, wie es wird. Also dann meine Liebe oder Freunde. Ja, das muss ich nicht. Abo und Likes, das muss jetzt nicht sein. Aber ich wünsche euch jetzt, ich schaue da in mein Handy rein, weil das ist das Ding, was ich da aufnehme. Weil die Kamera da aus ist, die neue, die Action 4 Kamera. Und ja, bleibt gesund. Gell? Und ich wünsche euren Tieren wirklich noch ein langes, langes Leben. Also dann, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Euer Albert, Servus. So, ausschalten muss ich. Servus.